Mein Name ist Serena Wismara. Ich bin 25 Jahre alt. Ich wohne in Mailand, Italien. Irgendwie habe ich mich schon immer für den Weltraum und Wissenschaft im Allgemeinen interessiert. Als junges Mädchen habe ich viele Bücher über den Weltraum gelesen. Space, space explorations and planets, those sort of things. Vor 10 Jahren habe ich dann den Wettbewerb gewonnen, der Landeeinheit der Rosetta-Mission einen Namen zu geben. Das ist eine Kometenjagd-Expedition. Ich habe mich mit altägyptischer Kultur und dem Rosetta-Stein beschäftigt. Und dann habe ich herausgefunden, dass zum Verstehen der Schrift auf dem Rosetta-Stein ein weiterer Obelisk nötig war, der sich auf der Insel Philae in Ägypten befindet. Erst mit dem Obelisk von Philae war es sozusagen möglich, alles zu verstehen, was auf dem Rosetta-Stein geschrieben ist. Deshalb habe ich bei der Landeeinheit der Rosetta-Mission daran gedacht. Und ich dachte, es war eine gute Idee, den Länder Philae zu nennen. Deshalb habe ich meinen Namensvorschlag an die ESA geschickt. Und eines Abends haben sie mich angerufen und ich habe nur okay gesagt. Okay, in Ordnung, was muss ich jetzt tun? Und dann waren natürlich einige Dinge zu tun, weil ich nur 15 Jahre alt war. Meine Eltern mussten sich um alles kümmern. Dann bekam ich auch einen Brief von der italienischen Weltraumbehörde. Und die hat mich eingeladen, nach Kourou zu fahren für den Start am 27. Februar. Und dann habe ich auf meinen Preis gewartet und das war's. Wissen Sie, man glaubt Dinge erst, wenn man sie sieht. Erst wenn man am Ende den Preis bekommt, wird einem klar, dass man gewonnen hat. Mein Vater kam mit nach Kourou, weil er der Einzige war, der Englisch sprechen konnte. Weil meine Mutter spricht Französisch und es sollte jemand mitkommen, der Englisch sprechen kann. Und so musste mich mein Vater begleiten. Ich habe mich sehr gefreut, weil ich es nicht erwartet hätte. Es war eben ein europäischer Wettbewerb und ich war einer unter Tausenden von Leuten. Wer sollte sich für meine Lösung interessieren? Ich habe mich sehr gefreut und meine Freunde haben sich für mich gefreut. Sie fingen an, die Zeitungsartikel zu sammeln, um sie mir zu geben, damit ich meinen Namen in der Zeitung lesen konnte. Es war ein Wettbewerb, ich war 15 Jahre alt, es hat sich nicht wirklich viel verändert. Ich habe mir gesagt, okay, das sind die Dinge, die ich in meinem Leben erreichen will, also an die Arbeit. Let's work to get it. Als ich 15 Jahre alt war, habe ich nicht viel von dieser Mission verstanden. Ich wusste, dass es um einen Kometen und die Untersuchung dieses Kometen ging. Aber mein Wissen hat nicht ausgereicht, um die gesamte Mission zu verstehen. Warum muss die Erde 2-mal umkreist werden und der Mars 1-mal? Ich habe mir gedacht, warum fliegt die Sonne nicht einfach hin und bleibt da? Warum muss sie weiter Planeten umkreisen? Jetzt verstehe ich warum. Now I understand why. So. Ich studiere Luft- und Raumfahrttechnik, einen Master of Science-Studiengang. Dieses Jahr ist hoffentlich mein letztes. Ich muss noch 3 Prüfungen ablegen und meine Masterarbeit schreiben. Danach bin ich fertig. Ich werde wahrscheinlich fertig, wenn Philae auf dem Kometen landet. Irgendwie schließt es meine Reise zu meinem Studium der Luft- und Raumfahrttechnik ab. Let's say to the engineering studies. Ja, es ist Teil der Geschichte. Es ist da und wird immer da sein, auch wenn die Mission beendet ist. Ich werde etwas erreicht haben, auch wenn ich nicht die Gelegenheit bekommen werde, in der Weltraumforschung oder in einem ähnlichen Bereich zu arbeiten. Zumindest habe ich einen kleinen Beitrag zur Weltraumforschung geleistet. Space exploration.